Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um eine WLAN-Steckdose und zwar einmal mehr um eine sehr, sehr günstige WLAN-Steckdose. Denn ich bin weiterhin natürlich immer auf der Suche für euch nach den günstigsten Smart Home Produkten für Amazon Echo und natürlich auch für den Google Home. Und in diesem Fall geht es um eine WLAN-Steckdose unter 16 Euro. Also wirklich noch günstiger als den Rest, den wir schon zum Teil getestet haben. Und diese WLAN-Steckdose ist kompatibel mit beiden Sprachassistenten und sie ist vor allen Dingen kompatibel mit der Smart Life App. Und die Smart Life App, die haben wir uns ja schon öfter jetzt angeschaut, die verbindet verschiedene Drittanbieter miteinander, die im sehr, sehr günstigen Preisbereich liegen, sodass ihr euch ein sehr, sehr günstiges Smart Home System selbst aufbauen könnt und das dann komplett über eine App steuern könnt, was ich persönlich super cool finde und deswegen gucken wir uns diese Steckdose jetzt einmal genauer an. Die Steckdose selber kommt von Seinco. Von Seinco haben wir uns schon andere Produkte angeschaut. An sich ein sehr, sehr stabiler Hersteller, der ist nicht gerade, man muss es ehrlich sagen, was jetzt die Verarbeitung angeht, immer auf den allerletzten Schrei aus, aber er ist auf jeden Fall grundsolide und die Produkte funktionieren normalerweise auf den ersten Anhieb, weshalb wir uns natürlich auch von diesem Produkt sehr, sehr Großes ja, erhoffen dürfen. Das Produkt, wie gesagt, kostet unter 16 Euro, 15,39 Euro, um genau zu sein. Wenn ihr euch die genauen technischen Details einmal durchlesen wollt, habe ich euch natürlich einmal den Link zum Produkt in die Infobox gestellt. Lest es euch auf jeden Fall einmal in Ruhe durch, denn diese WLAN-Steckdose hat es an sich in sich für diesen Preis. Sie hat einige Funktionen, wo wirklich teurere Konkurrenten teilweise schon sagen, machen wir nicht. Und welche Funktionen das sind, das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Schauen wir uns erstmal an, was im Karton steckt. Der Karton an sich ist nicht großartig zu bewerten. Deswegen gucken wir einfach mal direkt, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Im Karton selber drin ist einmal nur die WLAN-Steckdose und dann zwei Bedienungsanleitungen, die man aber normalerweise, wenn man schon mal mit der Smart Life App gearbeitet hat oder wenn man in diesem Fall das Video geschaut hat, nicht brauchen wird. Denn das Ding ist wirklich super einfach einzurichten. Wie richtet man die Steckdose ein? Das geht super praktisch. Man muss sie einfach nur in den Strom stecken, kann dann direkt die Smart Life App starten und dann kann man einfach schon sagen, man möchte ein neues Gerät hinzufügen. Das Gerät bekommt natürlich, wie wir das gewohnt sind, diesen Icon, das kleine Anzeigenbild. In diesem Fall machen wir einfach wieder die Buchse draus und die Buchse, in Anführungszeichen, also die Steckdose, symbolisiert dann sozusagen unsere Steckdose hier. Ihr müsst kurz euer WLAN bestätigen und dann könnt ihr auch schon einmal hier komplett mit der Einrichtung beginnen. Die Einrichtung typisch für die Smart Life App ist komplett automatisch. Ihr seht das hier im Hintergrund schön an der Prozentskala. Das Ding leitet euch im Prinzip hier automatisch durch den kompletten Einrichtungsprozess und es dauert nicht lange und in diesem Fall sehen wir es auch live hier. Dann ist das Ding schon erkannt worden und dann könnt ihr das Ding auch schon komplett verwenden. Und so einfach ist es wirklich. Ihr braucht keinen Hub für diese Steckdosen. Ihr braucht kein übergeordnetes System. Es reicht komplett mit der Smart Life App und der Steckdose. Und dann könnt ihr loslegen. Die App ist kostenfrei. Deswegen fallen bei euch immer nur die Kostenpositionen an, die die verschiedenen Smart Home Geräte betreffen. Und was kann die Steckdose? Die Steckdose hat drei Kernfunktionen. Klar, Funktion Nummer 1, man kann sie über die App oder über die Steckdose an- und ausschalten. Finde ich immer besonders wichtig. Die Steckdose hat natürlich auch einen Ausschalter an der Steckdose. Das ist der kleine haptische Button, den ihr dort unten seht. Was Nummer 2 ist, es ist ein Backwards-Timer. Das heißt, ihr könnt beispielsweise hier einstellen, dass die Steckdose nach einer gewissen Zeit ausgehen soll. Was ich sehr, sehr praktisch finde, das könnt ihr einmal natürlich mit Sprache steuern über den Google Home oder über den Amazon Echo und andererseits natürlich auch hier in der App super praktisch einprogrammieren. Und der dritte Punkt ist dann der normale Timer. Ihr könnt hier wirklich perfekt eure verschiedenen Timer setzen. Das heißt, auch hier könnt ihr verschiedene Zeitpläne
Szene einstellen, die könnt ihr wiederkehrend machen, die könnt ihr einmalig gestalten. Da sind eurer Fantasie wirklich kaum Grenzen gesetzt und ihr könnt hier wirklich perfekt dann das Ganze auch schnell und einfach auf die Steckdose übertragen. Zusätzlich hat die Steckdose noch eine Energiesparfunktion, was natürlich super praktisch ist und auch absolut zeitgemäß. Finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass auch günstige Produkte das Ganze besitzen. Aber alles in allem ein wirklich grundsolides Produkt. Was das Design angeht, könnte es noch ein bisschen schicker sein. Das ist auch so der einzige Minuspunkt, den ich dem Produkt geben würde. Das gehört so ein bisschen flacher vielleicht. Und ja, es ist aber schön schmal. Also es ist jetzt keine großartig klobige Steckdose, aber mittlerweile mag ich es eigentlich, wenn die Steckdosen noch so ein bisschen schmaler sind, so ein bisschen eleganter da sind. Aber insgesamt ist das wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, und das soll es schon fast gewesen sein. Mich würde eure Meinung zu dieser Steckdose interessieren. Schreibt es mir einmal in die Kommentare, wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche und so weiter habt zu der Steckdose, was ich euch alles zeigen soll, was ich alles mit dieser Steckdose testen soll. Lasst es mich wissen. Schreibt es mir einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles von euch zu beantworten. Wie immer könnt ihr mich natürlich auch direkt kontaktieren. Das könnt ihr wie immer tun über den SL Messenger. Den gibt es kostenfrei für Android und für iOS. Ihr findet meine Nummer, meine Telefonnummer inklusive dem Link zum SL Messenger natürlich dort unten in der Infobox. Das heißt, ladet euch das Ding runter, fügt mich dann mit der Handynummer hinzu und schon könnt ihr mich direkt persönlich anschreiben. Viele von euch machen das schon. Mir macht super, super viel Spaß. Deswegen nutzt es definitiv. Und ihr habt den direkten Kontakt dann auch zu mir. Ich kann euch direkt auch helfen mit den Fragen, mit den Wünschen rund um Technik, rund um Smart Home und so weiter. Und bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr seid noch kein Abonnent hier auf YouTube, lasst unbedingt ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich vor allen Dingen auch auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Bis zum nächsten Video. Ciao.